Und hier nackige Menschen, Alter, guck mal! Wo denn? Wo denn? Hier rechts. Ach. Oh, warte, da muss ich näher ranfahren. Nackige Menschen? Ja, naja, Bikini. Alter, Bikini. Bikini? Boah, endlich Haut, du. Es ist mit Sommer. Ich sag dir das. Hm. Und noch umso schöner, wenn die Haut nicht hängt und verschrumpelt ist. Also möglichst unter 25, sagst du. Ja, naja, das ist ja bei Frauen, die näher die an die 30 kommen, ne? Naja, bei Frauen fängt es schon so an mit 5. Jetzt gehen wahrscheinlich gerade meine Abozahlen von sämtlichen Frauen runter. bei Frauen geht es ja schon so mit Mitte 25, mit Mitte 20 so bergab. Das ist ja halt, die Frauen sehen ja immer ein bisschen älter aus, als sie sind. Ja. Das ist natürlich im jugendlichen Alter ein Vorteil, damit du dann auch in die Clubs reinkommst. Ja. Aber natürlich, wenn du dann älter wirst, ist es natürlich scheiße, ne? Ja. Wenn du dann aussiehst mit 30, als wenn du schon auf die 40 zugehst, ist natürlich scheiße, ne? Oh, jetzt geht die Abozahl aber wirklich hoch. Ich glaube, wir sollten das lassen. Ich bin gerade sehr fasziniert von dem Wasser, muss ich sagen. Ja. Also schade, dass du in Berlin kaum Wasser hast. Ja, obwohl ich bin jetzt in Berlin ja auch an was weiß ich, was das hier, per Berliner See irgendwie in der Nähe gewesen. Ja. Da war auch so ein Kanal. Das war auch sehr schön da. Also ich war von meiner Berlin-Tour sehr, sehr, sehr begeistert. Ja. Oh, jetzt kriegst du richtig Seeluft hier, Alter. Ah. Ah. Schön der verrottende Seetang. Na, ich mag immer diesen Salzwassergeruch. Ja, ist der auch ist gesund. Wollte ich gerade sagen, der ist ja eigentlich sehr gesund, wa? Ja. Hier sind wir letztes Mal auch lang gefahren. Ja, erinnerst dich hier an den Bunker. Ja, ja, mit Dingens. Mit Ding. Wir müssen rechts. Okay. Hatten wir das nicht letztes Mal auch irgendwie? Ich habe voll die Déjà-vus irgendwie gerade. Ja, ne? Geil. Oh, ich hab so... Ey, warte mal kurz. Gibt's hier Olympia oder was? Das ist, ja, das früher. Also es war ja mal hier die Olympiade. Ja. Hier und dafür wurde das gebaut. Ist heute Hochwasser? Der quatscht auch mit sich selber. Ja, machen wir ja auch. Also in Kiel habe ich gemerkt, gibt es viele Leute, die mit sich selber reden. Ich meine, wir gehören zwar auch dazu, wenn wir vloggen, aber ja, wir reden mit der Kamera. Genau, mit den Zuschauern. Richtig, mit den Zuschauern. Oh. Oh, Feuerwehr! Oh. Ich wollte ja auch mal Feuerwehrmann werden. Ich will Feuerwehrmann werden. Frisur, Alter. Stimmt, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Du bleibst da stehen, Mutti. Du bleibst da stehen, Mutti. Typ. Entschuldigung. Das ist immer peinlich, wenn man zweimal hingucken muss. Er hatte ein Basecap auf, der cool ist. Fahrräder, Werkstatt und Rahmenbau. Okay. Also hier ist jetzt nicht mehr so interessant. Hier ist irgendwie so die uninteressante Ecke von Kiel. Ja, gleich wird es nochmal schön, wenn wir über die Brücke fahren. Wir fahren über eine Brücke? Ja. Über den Nord-Ostsee-Kanal. Ah, cool. Da waren wir aber auch schon mal, wa? Da waren wir auch schon. Da war die Verbindung bloß so richtig grottenschlecht. Da haben wir uns nicht mehr verstanden und so. Stimmt, mit dem Kraxeln, wo du mit deinen Kochtöpfen hinten auf den Rücken... Genau, das Knacken des Grauens. Ich erinnere mich. Obwohl ich sagen muss, so gut ist die Qualität heute auch nicht. Also wenn ich ein bisschen schneller und lauter fahre, verstehe ich dich auch nicht mehr. Nee? Nee. Hm. Aber bei mir kommst du eigentlich ganz gut an. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht dauernd streie, weil dann verzerrt es irgendwie. Ja, ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Nee, wir müssen... Also die Kamera nimmt mehr auf, als man denkt. Also in guter Qualität. Na, ich sag, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dass man sämtliche Schmatzen irgendwie hört. Ja. Die wirklich die geringsten Atemgeräusche, die man selber nicht hört, die nimmt die Kamera auf jeden Fall auf. Ja, bei mir geht's eigentlich, weil ich fahre ja auch mit Sturmhaube und das wirkt ja noch zusätzlich wie so ein Popschutz, weißt du? Und du hast das bessere Schwanenhalsmikro installiert, wa? Ja. Jo, habe ich leider nicht. Noch nicht. Noch nicht, wird Zeit. Ja. Dieser kleine Knopf war ja mehr so ein Kompromiss, um auch Motorsound zu haben. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt hinten die Kamera habe, brauche ich halt aus dem Motorsound nicht. Hast du da viele Windgeräusche hinten drauf? Nee, das geht eigentlich, nur wenn er von der Seite kommt.
Und dafür habe ich ja das Fell da dran. Ja. Hast du das eigentlich von deinem Busch abgeschnitten? Von den Arschhaaren oder vorne von den Sackhaaren? Ja, das ist von den Sackhaaren. Nein, in Wirklichkeit ist das Bauchfell von der trächtigen Bibermutter. Ist ja ekelig. Ja. Sind wir wieder ekelig. Ja, so miese und gemein. Oh, ich muss mal ein bisschen Kühlung am Sack haben, Alter. Ich dachte, du lässt jetzt einen fahren schön richtig. Ah, da wird doch der Sperma ja sauer, ey, bei der Hitze. Oh, schön, Alter, ist das angenehm. Oh. Also am Arsch geht's eigentlich bei mir. Es ging bei mir auch nicht um den Arsch. Ja. Sondern um meinen Hodensack. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Achso, du willst gucken, ne? Ich will gucken. Ah ja. Schiffe gucken. Das ist der Nord-Ostsee-Kanal. Und das ist die Schleuse zu Kieler Förde. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Müssen wir geradeaus, oder? Ja, wir müssen geradeaus. Okay. Deswegen fahre ich auf dieser Spur hier. Verstehe. Jetzt kommen wir gleich auch wieder am Flughafen lang, wo du gesagt hast, oh, Kiel hat einen Flughafen. Richtig, Kiel hat einen Flughafen? Ja, immer noch. Wie lange gibt's den denn schon? Oh, keine Ahnung. Du. Fliegen also, da auch Flugzeuge? Da gibt's auch Flugzeuge. Also ich glaube, jetzt versteht man es nicht mehr. Ja, jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Jetzt versteht man gar nichts mehr. Müssen wir den rausschneiden. Ah ja. So ekelhaft laut. Vor allem, ich krieg von dir auch die ganzen Windgeräusche rüber hier. Echt? Ja, richtig krass. Ja. Alter Schwede. Merkwürdig ist, meine alte ZZR, da hörst du kaum Windgeräusche und hier ist es irgendwie extrem. Ja, musst du halt eine andere Scheibe holen, wa? Ja, mal gucken. Oder ich lass mir... Ich habe vergessen, in welchem Gang ich bin, weil ich so aufgeregt bin, mit dir zu fahren. Also das Lustige ist ja, ich habe zum allerersten Mal eine Ganganzeige hier mit drin. Und das Komische ist, mein Tacho scheint wieder zu funktionieren. Der ist ja gestern ausgefallen, ne? Ja. Naja, nicht ausgefallen, aber normalerweise leuchten da die Motorleuchten, sollten jedenfalls nicht aufleuchten. Ja, nee, das stimmt wohl. Das ist nicht so gut. Nee, aber der Tacho geht jetzt wieder, ist ja merkwürdig. Naja, gleich mal wieder zum Händler bringen und hier über Garantie und so. Leuchten die Lampen leuchten immer noch, oder was? Ja. Das ist doof. Ja, naja, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber... Oh, ich muss mal meinen Helm aufmachen, Alter. Das ist... Aber die Windgeräusche. Ja, das ist doof. Alter, fahr! Was machst du denn, Junge? Du bist bescheuert, oder was, Alter? Ja. Meine Güte, Alter. Wie... Manche Leute, ey, die muss den Lappen wegnehmen. Wir müssen mal die Seiten tauschen, weil meine Kamera ist auf der rechten Seite. Ja. Und da fahre ich mal vor die rechts rüber. Genau. Oder wir fahren jetzt hier einfach dran vorbei. Komm. Auch eine gute Idee. Wir splitten jetzt mal Lane. Und hier ist eine Fahrschule. Vor allem, das Ding ist ja... Okay, jetzt das rechts ist nicht richtig, aber ich wollte gerade sagen, das links ist gar kein Problem eigentlich. Ach, alles ist erlaubt. Wir dürfen alles. Guck mal, das sind nette Leute. Ja. Was für ein Wichser, Alter. Wieso? Der war ja rechts rübergezogen ist gerade mit Absicht. Böser Arschloch. Ja, ich muss sagen, die Kieler sind doch ganz nett. Ja, hast du eben gerade auf der Schnellstraße auch gesehen, dass die rechts rübergezogen sind, als wir gekommen sind, ne? Ja. Hier, jetzt auch. Ja, wunderbar. Oh, ihr seid so nett. Dankeschön. Danke. Dankeschön. 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 Oh, Dankeschön. Oh, sind die nett.
Ich würde mich ja am liebsten mit einem Orgasmus oder so bedanken bei allen. Oh, super, Alter. Ihr seid alle geil. Nicht so nett hier? Oh, ich bin Alter. Richtig geil, Alter. Ah, nur wieder der fette Benz hier nicht, war ja klar. Danke. Aber ist auch eine Frau. Verdammt, jetzt müssen wir schon wieder schneiden. Schön langsam. Ah, schön. Oh, ich feiere das ja immer noch so, ne? Überleg mal, was wir jetzt gespart haben. Wo lang? Geradeaus immer noch? Ja, komm, wir fahren hier. Okay. Oh, geil. Komm, fahr. Fahr doch. Naja, oh, geht so. Oh, schön Landstraße. Oh, guck mal, Pferde! Ach, richtig geil. Ey, überleg mal, Alter, was wir jetzt weggefiltert haben, ne? Ja, jetzt nochmal. Jetzt sind wir wieder artig, okay? Ja, okay. Genug böse gewesen. Heute, es schneit schon wieder. Und ich bin allergisch gegen die Scheiße. Gegen Schnee? Ja, außer gegen Kokain. Ja, so, das geht. Ja, das macht ja auch mein Drogenproblem. Alter, die Kupplung ist extrem schwergängig hier. Ah. Da brauchst du eine kräftige, starke linke Hand, oder? Ja, meine rechte ist komischerweise stärker als die linke. Ja, woher das wohl kommt? Ich weiß auch nicht, woher. Wieso reden wir eigentlich nur über Schweinkram? Ich weiß auch nicht. Alter, das ist... Das ist schon ein merkwürdiges Phänomen. Aua, wir haben nur Sauereien im Kopf. Ah, scheiße. Vor allen Dingen, ich bin es nicht mehr gewöhnt, eine Supersportler zu fahren. Ja, auf deine alten darf man ja ein bisschen aufrechter, ne? Ja, vor allen Dingen sehr viel bequemer. Obwohl die ist, für eine Supersportler ist die ja extrem bequem. Ja, das habe ich halt auch auf der Messe gemerkt, ne? Ja. Ist halt nur sehr ungewohnt. So vom Rücken her geht's. Also ich dachte, so vom Rücken her wird es schwieriger und schlimmer. Aber es geht eigentlich. Ja, es ist halt, du musst halt öfters mal die Position wechseln beim Fahren. Mal nach hinten, mal nach vorne. Aber bei mir sind es die Handgelenke, komischerweise. Das hatte ich sonst nie. Aber die sind auch extrem nach unten gebogen, ne? Ja. Also ich hole mir definitiv irgendwie Bar Raisers oder so. Ja.